die sagte dann, Melanie, komm nach Hause, euer Haus stürzt ein. Da denkt man, das ist ein schlechter Scherz oder sonst was. Dann hörte ich im Hintergrund nur noch mal, dass es laut knallt. Und dann dachte ich, okay, irgendwas muss ja wahr sein. Ein Haus war schon immer ein Traum von uns. Und da haben wir das Haus gefunden. Wir haben gesagt, hier fühlen wir uns wohl, hier bleiben wir. Aber dass es nun so endet, das wusste keiner. Gestern haben wir den Anruf bekommen, dass heute der Abriss stattfinden soll. Nicht mal 24 Stunden vorher Bescheid bekommen, seht zu, wie es organisiert, der Abriss findet heute statt. Aber wenn sich das herausstellen sollte, dass tatsächlich fehlerhaft im Bereich des Kanals gearbeitet wurde, dann haftet für den gesamten Schaden der Abwasserzweckverband. Informationsrichter ist ja sowas von laut.
Gestern haben wir den Anruf bekommen vom Bauordnungsamt, dass heute der Abriss stattfinden soll. Also nicht mal 24 Stunden vorher Bescheid bekommen, seht zu, wie es organisiert, der Abriss findet heute statt. Also ich habe keinen Gutachter mehr ranbekommen, also wir können überhaupt nichts nachweisen, was jetzt baulich jetzt noch nachweisbar gewesen wäre. Also es ist eigentlich schon eine Schande. Kein Anwalt hätte mehr eingeschalten werden können, weil es einfach zu kurzfristig war. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das, was bisher schon gemacht wurde, so anschaue, ich sehe keine Sicherungsmaßnahmen, die eingeleitet wurden. Die Nachbarn wurden nicht informiert. Das ist das, was mich am meisten schlaucht. Die wurden von uns gestern persönlich informiert, dass es heute losgehen soll. Es ist keine Sicherung an den Nachbarhäusern durchgeführt worden. Das ist wirklich ein beklemmendes Gefühl, was man hat, und die Angst, dass den Nachbarn was passiert. Also im Großen und Ganzen ist es dennoch ein sehr beklemmendes Gefühl, hier zu stehen. Definitiv. Man konnte sich aber wirklich seelisch, moralisch schon darauf vorbereiten, dass dieser Abriss irgendwann stattfinden muss. Definitiv zur Sicherheit aller Dorfbewohner, weil es konnte ja nicht so weitergehen, dass die ganze Straße weiter gesperrt bleibt. Aber dass es dann so ad hoc geht, ohne jegliche Vorbereitung, ohne jegliche Vorwarnung der Nachbarn, ohne dem Bürgermeister Bescheid zu sagen. Also ich habe den gestern angerufen, da war total geschockt, da war aus allen Wolken gefallen. Also er wusste von nichts, er konnte sich auf nichts vorbereiten, das war schon der helle Wahnsinn. Das Gespräch mit dem jungen Mann, der sich hier um diesen Abriss kümmert, ist nicht nach meinem Interesse verlaufen. Also es ist eher negativ gewesen, das Gespräch, weil wir keinerlei Informationen bekommen haben. Er hat sich darauf gestützt, dass sein Auftraggeber das Land ist und nicht wir und wir somit keine Informationen bekommen sollten. Nach den Abrissarbeiten müssen wir erstmal gucken, inwieweit überhaupt der Abriss stattgefunden hat, weil wir wissen ja überhaupt gar nicht, in welchem Ausmaß das stattfinden wird. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, Ursachenforschung vorzunehmen, wie weit der Keller beschädigt ist und, und. Was jetzt?